Einen schönen guten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie heute wieder zahlreich zu dieser ganz besonderen Programmpräsentation sich zugeschaltet haben. Wir machen ja, wie Sie wissen, alle 2 Wochen eine Programmpräsentation und erzählen interessierten Firmen kompakt die Vorteile der Firmen-Challenge, wie man daran als Unternehmen oder davon als Unternehmen profitieren kann, etc. Heute haben wir eine ganz besondere Programmpräsentation, denn heute wollen wir Ihnen die neue App der Firmen-Challenge Österreich präsentieren. Dazu aber werde ich kurz einmal auch die Präsentation starten. Und zwar, los geht's. So, ich hoffe, Sie sehen schon was. Ja, Firmen-Challenge Österreich, 1. Oktober bis 19. November, der virtuelle 50-Tage-Gesundheitsimpuls. Mein Name, falls Sie noch nicht kennen, ist Andreas Herrerlich. Ich bin Geschäftsführer von Sport Selection, Agentur für Sport- und Gesundheitsmarketing. Und gemeinsam mit dem Harald Janisch, er ist der Fachgruppenobmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, haben wir dieses Konzept der Firmen-Challenge, dieses wissenschaftlich fundierte Konzept entwickelt, das mittlerweile auch empirische Evidenz aufweist. Was steckt hinter Personenberatung und Personenbetreuung? Das ist ganz wichtig auch für die Kolleginnen und Kollegen dann. Nämlich da sind die Lebensberaterinnen dahinter, die Ernährungswissenschaftler, die Sportwissenschaftler und die psychologischen Berater, also die Mentalcoaches, die Ihnen, Ihren Kolleginnen und Kollegen während der Firmen-Challenge gemeinsam mit Sportmedizinern etc. und natürlich auch mit Sportlegenden, die Motivationskurse halten, Teamkurse und so weiter, mit unseren Sportlegenden, mit den ehrenamtlichen Botschaftern ihren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen während dieser 50 Tage. So, wieso gibt es die Firmen-Challenge? Es ist nämlich auch heute eine oder andere Firma dabei, die die Firmen-Challenge noch nicht kennt, aber das mache ich wirklich heute nur ganz kompakt. Die Firmen-Challenge ist der 50-Tage-Gesundheitsimpuls für Firmen und deren Mitarbeiterinnen. Zentrales Element ist das Sammeln von Bewegungsminuten über eine App. Über die App werden wir heute noch reden. Und die Bewegungsminuten ist ganz wichtig. Es sind keine Kilometer. Das heißt, es ist ein niederschwelliges, teamorientiertes, gruppendynamisches Konzept. Wir wollen gemeinsam Bewegungsminuten sammeln. Die unsportlichen und die sportlichen sozusagen gemeinsam können hier Bewegungsminuten auf gleicher Basis sammeln. Eine halbe Stunde spazieren gehen ist genauso wertvoll wie eine halbe Stunde mit 16 km/h die Prater Hauptallee herunterrennen. Es gibt täglich Motivation und Keynotes und Workshops von Sportlegenden und Expertinnen, alles teilweise live, aber auch on demand alles für Sie und Ihre Kolleginnen zum Abruf. Das Ganze wirkt gruppendynamisch. Dieser heilsame Wettbewerb mit anderen Unternehmen in den Wettbewerb zu treten, soll nur der Trigger sein, um gruppendynamisch hier an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Aber vordergründig ist die Challenge mit mir, nämlich 50 Tage lang den Fokus zu halten auf mehr Bewegung, gesunde Ernährung und mentale Fitness und Umweltschutz. Denn Sie wissen, wir pflanzen pro 1000 Bewegungsminuten einen Baum. Letztes Jahr waren das 8633 Bäume und wir sind 100% digital und ortsunabhängig. Sehr werthaltiges und preiswertes Produkt. Denn wir wollen, dass möglichst viele Firmen mitmachen, um eine neue Bewegungskultur in Österreich zu schaffen. Und dafür hilft auch die neue App der Firmen-Challenge Österreich, und dafür haben wir einen neuen Partner gewinnen können. Und hierfür bitte ich jetzt meine Partner zu mir. Ich darf vorstellen, hallo Robert, grüß Grüß dich. dich. Hallo Sehr Mike. gut, gesehen. Ja, ich darf Ihnen vorstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit Sie sich größer sehen, jetzt sehen Sie sich größer, der Dr. Robert Fritz und der Magister Michael Koller. Magister Michael Koller ist der sportwissenschaftliche Leiter der Sportordination Wien, der Dr. Robert Fritz, der sportmedizinische Leiter der Sportordination Wien. Und das ist eines der größten, auch europäischen, das eines der größten österreichischen und europäischen sportmedizinischen und sportwissenschaftlichen Institute. Das sind wir sehr stolz, dass wir euch als Partner gewonnen haben. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren
zusammen, auch bei der Firmen Challenge Österreich, bei Mental in Form etc., aber dass ihr auch in den App-Markt einsteigt, das war ja nicht so klar, oder? Eigentlich nicht. Also die Idee ist 2018 dann wirklich entstanden. Die Ordination gab es schon 10 Jahre lang. 10 Jahre lang haben wir schon an Kunden und Patientinnen und Patienten gearbeitet. Wir haben viel im Sport gemacht. Wir machen auch sehr viel in der Medizin, also in der Prävention, in der Rehabilitation, wenn es schon mal zu einem Herzinfarkt gekommen ist. Und wir haben gesehen, dass wir bei den Menschen, an denen wir direkt dran sind, sehr viel bewegen können. Und das wollen wir jetzt aber auch in den Firmen. Da müssen wir das Ganze digitalisieren. Wir leben in modernen Zeiten. Das haben wir umgesetzt in den letzten Jahren und jetzt ist es soweit, dass wir es groß präsentieren mit dir gemeinsam, auf was wir sehr stolz sind und freuen uns sehr auf die Firmen-Challenge. Danke. Wen ich noch nicht erwähnt habe vom Gründerteam dieser App ist der Christoph Ritz, dein Bruder, der Inhaber einer großen IT-Firma in Niederösterreich ist. Der ist heute auch zugeschaltet, der ist nämlich im Urlaub, aber nimmt sich natürlich die Zeit, hat sich per Zoom zugeschaltet. Genauso wie die Firmen-Challenge ist Zoom ortsunabhängig und digital, also wunderbar. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Die beiden Herren werden Ihnen jetzt die neuartige App, die Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie bei der Firma Challenge mitmachen, nutzen dürfen. Und diese Mehrwerte, was sie alles beinhaltet, werden jetzt präsentiert. Ich komme dann wieder zurück, wenn es um Fragen geht, und werde jetzt zu guter Letzt noch zurück zur Präsentation gehen und wünsche viel Vergnügen. Herzlichen Dank. Auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Den Christoph haben wir schon kurz erwähnt, der ist jetzt nicht physisch bei uns, aber er ist dazugeschaltet. Wenn technische Fragen bestehen, bitte einfach in den Chat hineinschreiben. Wir werden entweder dazwischen darauf antworten oder vermutlich eher dann im Nachhinein, weil dann können wir die gleichen Fragen gleich ein zusammenfassen. Also wenn Fragen bestehen, die medizinischer Natur sind, werde ich sie gerne beantworten. Wenn es um die Trainingsgestaltung geht, also um das Bewegungsprogramm, wird der Michael unser Spezialist sein. Und wenn es um die technischen Fragen geht, dann den Christoph. Und da werden wir uns im Anschluss genug Zeit nehmen. Straight, das digitale Rezept für Bewegung. Wir reden in der Medizin schon sehr, sehr lange von einem Rezept für Bewegung. Ich als Arzt habe viele Patienten bei mir, Patientinnen bei mir, Menschen, die auch in der Gesundheitsförderung etwas tun wollen. Und denen gebe ich Tipps, wie sie an Bewegung und wie sie mit Ernährung viel machen können. Da werde ich nachher noch darauf eingehen, wie potent dieses Medikament eigentlich ist. Die wissenschaftliche Datenlage ist umwerfend. Also wir wissen, das ist eines der besten Medikamente. Es ist die Polypille, nach der wir schon so lange suchen. Und deshalb haben wir das auch in ein Rezept für Bewegung umgewandelt. Also wir Mediziner verschreiben dann die Bewegung wirklich auf einem Rezept und da das physisch auf einem Zettel mit einem Stempel in der Apotheke zu holen, einfach nicht mehr unserer Zeit entspricht, ist es ein digitales Produkt geworden, darum das digitale Rezept für Bewegung, weltweit einzigartig. Ja, es gibt es noch nirgends, auch nicht im amerikanischen Raum. Und jetzt starten wir im Rahmen der Firmen-Challenge damit durch und freuen uns total, das jetzt hier präsentieren zu dürfen. Sie sehen schon ein paar Mockup-Bilder, wie das dann in etwa aussehen wird. Wir werden aber noch im Detail auf die App eingehen. So, schauen wir mal, dass ich weiterkomme. Ja. Was war die Idee? Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll mich mehr bewegen. Wer von Ihnen hat das nicht schon mal gehört? Vom Arzt, von der Ärztin, vielleicht von einem Familienangehörigen, vielleicht von einem Freund, vielleicht von einem Kollegen. Du solltest ein bisschen mehr tun. Aber wie mache ich das? Wie fange ich an? Wen frage ich? Am besten gleich den Arzt oder die Ärztin. Der hat aber meistens oder sie leider sehr wenig Zeit, weil sie halt mit der Reparaturmedizin sehr eingedeckt sind und da kriege ich nicht die Informationen, die ich gerne hätte. Das Internet, Dr. Google ist vielleicht eine gute Quelle, aber passt diese Empfehlung, die ich da bekomme, wirklich auch zu mir? Ist das High-Intensity-Training, das von Anfang an da geplant ist, oder der Marathonplan wirklich das für mich, wenn ich mit der Bewegung anfangen möchte? Ist ein Personal-Trainer, eine Personal-Trainerin die Lösung? Das ist sicher ein sehr hochwertiges Produkt oder eine sehr hochwertige Möglichkeit, Bewegung ins Leben zu integrieren, aber kostet halt auch relativ viel Geld. Also das ist sicher eine nette Ergänzung, aber für den Alltag, für jeden Tag, glaube ich, nicht umsetzbar. Ich mache es mal einfach. Ich fange mal einfach an und tue etwas. Und jetzt kommen wir auf den Plan. Jetzt kommt die Sportordination auf den Plan. Wir sind schon sehr nett angekündigt worden als die Leiter der Sportordination. Gar so ist es nicht. Wir sind ein großes Team. Wir leiten einen Bereich, den, wo es um die Prävention geht, den, wo es ums Training geht. Wir haben auch ein großes Physio-Institut mit 26 Physiotherapeuten. Wir haben ein großes Institut mit vielen Unfallchirurgen und Sportorthopäden. Und die sehen dann, wenn es nicht so gut läuft. Also wenn ich mich einfach überfordere, wenn ich von Anfang an zu viel will,
Und jetzt kommen wir dorthin, wo wir hin müssen, auf einen sehr niederschwelligen, sehr einfachen Einstieg in die Bewegung. Bewegung muss Spaß machen und soll nicht wehtun. Wenn Bewegung wehtut, dann mache ich was falsch. Dann heißt es nicht, dass ich für Bewegung nicht geschaffen bin, sondern dass ich vielleicht noch irgendwo den einen oder anderen Fehler habe, den es gilt auszumerzen, damit Bewegung in meinem Leben Platz findet. Und wenn mir das Spaß macht und ich den Zugang finde, dann werde ich nie wieder damit aufhören. Das sind wir die lebenden Beispiele. Wir leben Bewegung jeden Tag, aber nicht nur, um irgendwelche Wettkämpfe zu absolvieren oder irgendwo auf einem Podest zu stehen. Das ist für mich absolute Nebensache, sondern mir ist wichtig, gesund zu sein und gesund alt zu werden. Longevity ist so ein Ausdruck, der das ziemlich gut zusammenfasst. Da werde ich nachher noch etwas dazu sagen. Also ich fange mal einfach an, aber ich bin unsicher, was ich tun soll. Bin ich effizient? Wie ist meine Motivation? Ein wichtiger Teil dieser App ist die Motivation. Habe ich Überlastungen, wie ich schon erwähnt habe, oder steige ich dann viel zu schnell wieder aus, weil es irgendwie nicht umsetzbar war? Vielleicht war es am Anfang zu viel, vielleicht habe ich die Freude nicht entwickelt. Da wollen wir ansetzen mit Straight. Und den Nutzen, den Straight bietet, ist ein sehr, sehr breiter Nutzen auf vielen verschiedenen Ebenen. Und da würde uns der Michael jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, welche Ebenen wir da speziell angehen. Schönen Nachmittag von meiner Seite. Danke für das Interesse an der App, die wir entwickeln. Es gibt 6 Key Features, die wir entwickelt haben. In der Endausbaustufe ist die Vernetzung ein wesentliches Thema, dass sich die User mit den realen Experten vernetzen können. Das können Ärzte, Therapeuten, Personal Trainer sein, die unterstützen. Die können dann im Plan bzw. in der Motivation, auf das wir dann ja noch zurückkommen werden, auch direkt eingreifen. Also es ist eine digitale Plattform, wo nicht nur von einem Algorithmus, von Zahlen, die Empfehlungen und die Motivation hinausgehen, sondern auch reale Experten darauf zurückgreifen können. Es gibt eine Vernetzung mit Gleichgesinnten, man kann sich mit Trainingspartnern austauschen, eine Vernetzung mit Gesundheitsdienstleistern ist zukünftig geplant, zum Beispiel mit Versicherungen, und natürlich auch über Social Media eine Vernetzung über die App soll möglich sein, damit man sich auch mit dieser großen Plattform austauschen kann. Ein weiteres ganz, ganz entscheidendes Key Feature ist die Motivation. Hier sind die Informationen, die ausgegeben werden sollen, entsprechend Bestärkung geben, um dann das Training entsprechend durchführen zu können. Es soll die Motivation über Nudging entsprechend durchgeführt werden. Hier ist diese soziale Verantwortung, die wir in den Insights in den letzten Jahren generieren konnten, ganz, ganz entscheidend, dass wenn man eine Bewegungseinheit macht, dass man die jetzt nicht nur für sich selbst macht, sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert daraus ziehen kann. Und so werden wir als Straight von den User Bewegungsminuten auch eine soziale Verantwortung in Form von 1 Euro pro 4 Wochen durchgeführte Bewegungsminuten mit mindestens 150 Minuten pro Woche entsprechend sozialen Zwecken zur Verfügung stellen, als Spenden und als Dienstleistungen. Eine Gamification, die unter anderem auch mit der Firmenchallenge hier integriert wird, soll möglich sein, und es bietet eine Hilfestellung mit realen Experten von außen, die individuell auf die Motivationsebenen zugreifen können. Unser Angebot ist ein Komplettangebot. Wir bieten hier Krafttraining, Ausdauertraining, Ausdauertraining mit unterschiedlichsten Trainingsmitteln, Krafttraining, Workouts, nicht nur die in der App zur Verfügung stehen, sondern man kann auch externe Workouts planen, wie zum Beispiel im Betrieb das Pilates, das vielleicht angeboten wird, oder man geht selbst in eine CrossFit-Area und führt dort das Krafttraining durch. Auch das kann in dieser App geplant werden. Das Training wird auf die Ernährung abgestimmt, was ein ganz zentrales Element für die Körpergewichtsreduktion ist, was ein zentrales Element für die Leistungssteigerung ist. Weil ich sage immer, eine F16 fliegt auch nicht mit Wasser. Dementsprechend müssen wir auch schauen, dass wir den Körper zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Energie versorgen. Und ganz, ganz entscheidend, was uns auch deutlich abhebt vor allen anderen Sport-Apps, die es vielleicht am Markt gibt, wir integrieren Alltagsbewegung. Also wir wollen hier Alltagsaktivität hier auch tracken, implementieren, und wir werden auch, stellen wir dann im Tracking vor, ein automatisches Tracking durchführen, wo Alltagsaktivität von der App erkannt wird, ohne dass man das vielleicht geplant hätte, und das bestärkt natürlich das eigene Bewegungsverhalten, mehr Alltagsaktivität durchzuführen.
Es ist ein individueller, persönlicher Betreuungsplan, den wir anbieten. Es berücksichtigt die persönlichen Strukturen. Das heißt, jeder User kann sich selbst seine Woche gestalten, wenn man weiß, am Mittwoch gehe ich Beachvolleyball spielen, am Sonntag möchte ich meine lange Einheit machen oder am Sonntag möchte ich bitte meinen Ruhetag machen. Dann kann sich das jeder User selbst definieren und der Plan wird aus diesen Voreinstellungen heraus definiert. Natürlich werden hier auch Präferenzen von den Trainingsmitteln berücksichtigt. Wenn einer nicht laufen will, dann hat er kein Laufen mehr im Trainingsplan drinnen. Wenn einer nur walken will, dann ist nur walken drinnen. Man kann sich das selbst zusammenstellen, customizen und auch die Ernährungsweisen werden in der Vollversion hier berücksichtigt. Es ist auch möglich, dass tagesaktuelle Anpassungen angenommen werden. Wenn man keine Zeit hat, dann verschiebt man die Einheit auf einen anderen Tag. Oder wenn man nicht so fit ist oder sich nicht so gut fühlt, dann kann man auch die Intensität reduzieren und eine lockere Einheit durchführen. Das Ganze ist von uns, von der Sportordination, eben medizinisch fundiert. Wir arbeiten in der Sportordination hier sehr eng zusammen, was die medizinische Kompetenz betrifft, was die sportwissenschaftliche Kompetenz betrifft. Und all dieses Know-how, das wir 15 Jahre in der Sportordination gesammelt haben, in einem analogen Umfeld, wird jetzt hier als Best Practice digitalisiert und zur Verfügung gestellt im Rahmen der Firmen-Challenge. Die Empfehlungen sind eben, wie schon betont, sportwissenschaftlich und medizinisch fundiert. Und diese Kompetenz, die wir geben, wir sind nicht Apple, wir sind nicht Google. Wir stehen auch mit unserem Namen von der Sportordination und persönlich sollen die Sicherheit geben, um hier eine gesundheitsfördernde Dienstleistung mit Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Das Rezept für Bewegung, Bewegung auf Rezept, wäre hier die Lösung, die wir hier anbieten. Es ist ein genauer Handlungs- und Aktivitätsplan. Wir sprechen hier absichtlich von einem Aktivitätsplan und nicht von einem Trainingsplan, weil hier es auch um die Alltagsaktivität geht. Wir bieten eine klare Struktur, die über eine Woche geplant ist, die man wie ein Kochrezept oder wie ein therapeutisches Rezept, wie eben Robert schon erwähnt hat, durchgeführt wird. Der Arzt empfiehlt eine Pille, nimm diese Pille einmal am Tag, in der Früh und nicht ein ganzes Packerl am Wochenende. Genauso steht Bewegung hier in einer Dosis-Wirkungsbeziehung und diese Struktur geben wir hier sehr, sehr einfach, sehr, sehr niederschwellig mit dieser digitalen Anwendung. Dosis macht das Gift. Bewegung auf Rezept. Was wollen wir damit weiter erreichen? Wir wollen und wir werden eine digitale Gesundheitsanwendung werden. Das ist jetzt noch nicht möglich, aber in Kürze. Wir starten jetzt aber in Österreich mit der Firmen-Challenge, wo wir das erste Mal in diese Richtung gehen. Wir wollen langfristig damit auch das medizinische Personal draußen entlasten. Wir wollen Ärztinnen und Ärzte entlasten. Wir sehen, was mit unserem Gesundheitssystem momentan passiert, dass sich das alles nicht mehr umsetzen lässt, wie es bis jetzt war. Es wird Zeit für eine Veränderung. Straight ist ein großer Putzelstein dieser Veränderung und wird sehr viel verändern. Bewegung, der Mike schon ganz richtig gesagt, die Dosis macht das Gift und das ist das größte Problem beim Sport oder an der Bewegung, dass wir zu schnell zu viel wollen. Wir wollen die WHO-HEPA-Kriterien erfüllen und das ist, da gehe ich nachher noch drauf ein, nicht viel. Wir haben vielleicht, wenn Sie gestern die Medien verfolgt haben, in einer großen Meta-Analyse gehört, dass schon 4.000 Schritte am Tag etwas bringen, dass es gar nicht die berühmten 10.000 sein müssen. Sagen wir es ehrlich, jeder Schritt bringt etwas. Wenn ich aber nicht nur Bewegung machen möchte, sondern auch eine Veränderung im Körper erreichen möchte, dann ist das, was der Andreas schon ganz am Anfang richtig erzählt hat, die Bewegungsminuten wichtiger als die Kilometer oder die Anzahl der Schritte. 150 Minuten, auf das werde ich nachher noch eingehen. Straight ist ein Medizinprodukt, daher kriegen Sie auch Sicherheit, dass die Inhalte, die da drinnen sind, von reellen Menschen entwickelt wurden, von Medizinern, von Sportwissenschaftlern und Sportwissenschaftlerinnen. Und so wollen wir damit umgehen. Wir sind hoffentlich ein Gamechanger im Gesundheitswesen. Es ist an der Zeit, dass es zu einer Veränderung kommt. Wir sind uns ganz sicher, dass wir was verändern können. Es gehört Digitalisierung ins Gesundheitssystem endlich hinein. Wir müssen sehr niederschwellig sein, damit wir auch alle Menschen erreichen, die wollen, aber bis jetzt nicht die Möglichkeit gefunden haben, Bewegungen öfter in ihren Tag zu integrieren. Und über den volkswirtschaftlichen Mehrwert, glaube ich, brauchen wir gar nicht reden. Das Rezept ist eben individuell und persönlich. Reale Personen bieten hier eine individuelle Lösung. Dass jeder Kunde, jeder Nutzer hat hier seinen eigenen, seinen persönlichen Trainingsplan, der auf seine Bedürfnisse, auf seine Rahmenbedingungen, auf seine Wünsche, auf seine zeitliche Struktur, auf seine Vorlieben, auf seine Präferenzen, auf seine Termine abgestimmt ist.
Es steht die Förderung der Alltagsbewegung im Fokus. Es geht nicht nur um Leistungssteigerung, sondern es geht um die Alltagsbewegung, es geht um die Gesundheit bei uns. Und es ist eine Hilfestellung, die auch durch Vernetzung mit Experten, klar können das alles nicht wir gemeinsam regeln, aber wir haben in der Sportordination und über die Sportordination hinaus bis in die westlichsten Bundesländer ein gutes Netzwerk, um hier eine Hilfestellung hier auf einem digitalen Weg anbieten zu können. Unser Produkt ist leistbar und es ist hochwertig. Es bietet eine leistbare Gesundheitsförderung. Wir sehen das eher als Versicherung oder als Brandschutz, als wie als die Reparaturmedizin oder wo nur die Feuerwehr momentan ausfahren muss in unserem Gesundheitssystem. Also wir entwickeln hier, da haben hier ein Produkt entwickelt, das Prävention anbietet und hier eine Hilfestellung im Vorfeld bietet. Wir geben Feedback und Motivation, um die eigene Gesundheitskompetenz zu erhöhen. Und dieses Feedback und diese Motivation soll lobend und positiv sein, weil es soll natürlich auch Spaß machen, wenn wir uns auch bewegen. Und das komplette Know-how in diesem System drinnen ist von Experten mit Erfahrung entsprechend geprüft, abgesichert, hineinbekommen. Da ist kein Redakteur, da ist nichts Marktschreierisches drinnen, sondern es ist wirklich Kompetenz, die wissenschaftlich evaluiert worden ist, in dieser App zu finden. Unser Weg in den letzten Jahren, 2008 haben wir die Sportordination gegründet, als diese analoge Plattform. 2018 haben wir die erste Idee gehabt, eine App zu machen. Das haben wir damals Loop Training genannt. Die Idee heraus ist gekommen, aus einer wiederkehrenden Tätigkeit haben wir ein Trainingsmodell erstellen wollen, wo wir konzeptionell einmal gearbeitet haben. Die Unternehmensgründung Delta Loop, die auch der Eigentümer von Straight ist, wurde 2020 in einem Lockdown bekanntlicherweise gegründet, weil wir da sozusagen Zeit hatten, uns auf die digitale Schiene zu begeben, aus diesem analogen Sportordinationssetting heraus. Wie man sieht, hat man hier schon das Training herausgenommen. Wir hatten dann noch weitere Insights gemacht und das Prototyping 2021, wo wir viele Informationen über unsere Sportordination, Klienten, Patienten, Athleten bekommen haben und auch über die Sportordination hinaus Informationen bekommen haben. Da haben wir mit einem Marktforschungsinstitut zusammengearbeitet, um hier Insights zu generieren, was einem wichtig ist, damit wir auch ein umfassendes Bild über den Markt bekommen. Und jetzt, 2023, ist die Markteinführung im Rahmen der Firmen-Challenge von Straight. Und 2025 ist es geplant, dass wir in Österreich eine digitale Gesundheitsanwendung werden. Das ist in Österreich geplant, sollte in Österreich kommen. Es liegt noch die Politik hier am Zug, es auch entsprechend umzusetzen. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, 2025 eine digitale Gesundheitsanwendung zu werden. Wir fokussieren uns momentan an den Rahmenbedingungen am deutschen Markt. Hier ist es ausdefiniert. Hier gibt es bereits Rahmenbedingungen. Hier gibt es Guidelines, an denen wir uns orientieren und werden uns an dem einzigen Markt orientieren, wo momentan eine digitale Gesundheitsanwendung der Fall ist und dementsprechend in Österreich an Pole Position stehen. Der Name Straight, ein Name, der erst kennengelernt werden muss. Es ist eine Wortschöpfung, ein Neologismus, bestehend aus Stride, das bedeutet auf Englisch Schritt. Ganz wesentlich in unserer Umsetzung ist eben der Berater, der Unterstützer, der Helfer, den wir darstellen als Experten, aber natürlich auch die Unterstützung, die die User der sozialen Umwelt, der sozialen Gesellschaft hier durch ihre soziale Verantwortung, durch das Erfüllen des Bewegungsziels mit der Spende erfüllen und geben hier sehr, sehr gute Unterstützung und können hier einen Beitrag für eine gesündere Welt geben. Bewegung hilft, ist hier unser Schlagwort. Und ausgesprochen wird das Ganze straight, betrifft gerade oder direkt, dass man sozusagen direkt und gerade eine Unterstützung bekommt und direkt und gerade auf einen gesundheitlichen Erfolg zukommt. Straight ist eine geschützte Unionsmarke, die in der EU-IPO eingetragen ist mittlerweile und hier gesichert ist.
Das Rezept für Bewegung, das Mindestmaß an Bewegung, ich habe es schon kurz erwähnt, mindestens 4000 Schritte, vielleicht sind es sogar noch weniger, jeder Schritt zählt. Jede Bewegung, die Sie im Rahmen der Firmen-Challenge in Ihr Leben integrieren, macht Sie gesünder, macht Sie leistungsfähiger, macht Sie entspannter. Wir haben keine Medikamente erfunden, die gegen Stress arbeiten können, aber Bewegung kann es. Das sind die allgemeinen Empfehlungen des Vorgesunden Österreich, der WHO, mindestens 150 Minuten Ausdauerbewegung pro Woche. Das klingt für die eine oder für den anderen vielleicht ein bisschen viel, aber das sind 2,5 Stunden über 7 Tage. Nehmen Sie Montag bis Freitag, ist es täglich 30 Minuten. Sie können es noch kleiner runterbrechen, machen 2x am Tag 15 Minuten. Sie haben diese Bewegungsziele erfüllt. Und oder 75 Minuten auf höherer Intensität. Sind Sie jemand, der sowieso gerne einmal in der Woche eine Aerobic-Einheit besucht, einmal in der Woche gerne mit Freunden Fußball spielt oder ein Volleyball-Match macht, dann hat er da schon relativ viel erledigt. Und dann kann man eine Kombination aus niedrigintensiven und hochintensiven Belastungen im Ausdauerbereich zusammenfassen und hat schon die Mindestempfehlungen erfüllt. Aber die aktuellen Daten sagen auch, diese Kurve ist eine sehr nach oben hin flacher werdende. Das heißt, 300 Minuten, 5 Stunden Ausdauer pro Woche wäre ein richtig großartiges Ziel. Das geht sich nicht jede Woche aus, das ist mir klar, aber es geht sich vielleicht immer öfter mal aus. Und Sie werden den Effekt sofort merken, Sie werden es spüren und werden immer öfter sich Zeit für Ihre eigene Gesundheit nehmen, um auch diese Bewegung umsetzen zu können. Nicht vergessen dürfen wir bitte das Krafttraining. Das hat in den letzten Jahren immens dazu gewonnen. War es in den ersten Empfehlungen noch sehr am Rand, ist jetzt draufgekommen, dass gerade die Kraftkomponente, die Stärkung der Muskulatur ein ganz ein wichtiger Punkt für die Gesundheit ist, in der Prävention des Diabetes, in der Vermeidung von Rückenbeschwerden, in der Pflegeproblematik. Also wir haben ein großes Thema, wir werden alle älter und das ist gut so. Wir wollen aber, und ich komme zurück auf Longevity, wir wollen gesund alt werden. Es geht nicht um die Zahl, wie viele Jahre wir auf unserem Kalender stehen haben oder wie lange wir gelebt haben, sondern es geht darum, wie wir gelebt haben. Und ich glaube, wir haben alle nichts davon, wenn wir die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre, wie wir es in den anderen Präsentationen schon gehört haben von der Firmen Challenge, ohne Lebensqualität verbringen. Also es geht ganz klar um die Gesundheit, es geht ganz klar um die Lebensqualität. 150 Minuten pro Woche. Denken Sie darüber nach, ob Sie es schon schaffen. Wenn nicht, wird Straight Sie dabei unterstützen, dass Sie auf diese 150 Minuten kommen. Straight in Kombination mit der Firmen-Challenge, mit Motivatoren aus den verschiedensten Bereichen, aus dem Hochleistungssport, aber auch aus verschiedenen Fachbereichen, die Sie einfach weiter motivieren, diese Umsetzung dieser WHO-Empfehlungen auch wirklich hinzukriegen. So, da fehlt jetzt eine Grafik, so, das kommt ein bisschen später. Geht so auch. Ganz kurz, im Straight wird das dargestellt mit dem Bewegungstachometer, wo der rote Bereich unter 150 Minuten dargestellt wird, der gelbe Bereich zwischen 150 und 300 Minuten. Das ist schon einmal ein super Ziel und ideal, wie Robert schon informiert hat, wäre so ein 300-Minuten-Ziel. Trotzdem sind über 150 Minuten das Ziel schon erreicht und die Information für den User, ein Daumen nach oben wird hier gegeben, ein grüner Daumen nach oben. Das heißt, ich habe mein Bewegungsziel mit mindestens 150 Minuten erreicht in dieser Woche. Über mehrere Wochen gesehen wird dieser grüne Daumen dann gesammelt und gibt es 4 grüne Daumen hintereinander, hat man dann auch sozusagen die Straight Challenge erledigt. Das heißt, es wird dann 1 Euro einer wohltätigen Organisation zur Verfügung gestellt, gespendet. Und wenn dann 4 Wochen hintereinander ein grüner Daumen ist, bekommt man einen goldenen Pokal. Und es gilt über das Jahr hin, möglichst viele goldene Pokale zu sammeln, um die Gesundheitschallenge hier zu bestehen und einen gesellschaftlichen Mehrwert aus der eigenen Bewegung heraus generieren zu können. Zum Tracking. Es gibt viele Möglichkeiten, Bewegung zu tracken. Das, was Sie auf dem ersten Screen hier sehen, ist ein Print aus der aktuellen manuellen Tracking-Methode. Das heißt, Sie öffnen die App, gehen auf Aktivität starten und ganz rechts unten sehen Sie dann einen blauen Button. Es wird eine Karte eingeblendet und es wird sofort angezeigt, wo Sie sind. Sie starten Ihre Bewegungseinheit, ob das jetzt eine Walking-Einheit ist, ob das Laufen ist, Radfahren. Sie sind daneben einige der Beispielsportarten, die Sie nutzen können. Das werden sehr viele sein. Jede Form von Bewegung, eine Ausdauerbewegung zählt in diesem Fall. Wir wollen da nichts ausklammern und viele Menschen haben ihre eigenen Vorlieben, ob es das Inlineskaten oder im Winter das Langlaufen ist, ob es der Spaziergang ist oder vielleicht einmal auch nur der Alltagsweg in die Arbeit oder in der Mittagspause mal 20, 30 Minuten zu gehen. All das können Sie aktiv tracken. Sie können auch manuell dann die Einheiten nachtragen, wenn es auf irgendeinem Grund
nicht möglich war, das einzuschalten, weil sie ihr Handy vergessen haben, weil sie keinen Empfang hatten oder weil sie einfach das nicht mitnehmen wollten bei der Aktivität, ist die Möglichkeit, das nachher nachzudokumentieren, zu sagen, da habe ich mich bewegt, ich möchte das in meiner Aufstellung und in meinen Bewegungsminuten mit dabei haben, um mir meinen Pokal zu holen. Und etwas ganz, ganz Einzigartiges, was es bis jetzt noch nicht gibt, ist ein automatisches Tracking. Die Idee soll sein, unsere technischen Geräte, unsere Smartphones zeichnen alle unsere Bewegungen eigentlich auf, wie wir wissen, aber niemand macht etwas damit. Und das ist sehr schade, weil es kann auch da eine Motivation kommen, wenn ich vielleicht mal ein paar Straßenbahnstationen ausgelassen habe, weil die Straßenbahn ausgefallen ist, weil aufgrund von irgendeinem Ereignis ich anders in meine Arbeit musste oder zu einem Kollegen oder zu einer Freundin oder einem Freund musste und bin gegangen. Und plötzlich informiert mich Straight darüber, dass das jetzt eine sehr wertvolle Einheit war, die ich gemacht habe, weil ich vielleicht 10, 15, 20 Minuten am Stück gegangen bin. Und dann wird mir vielleicht schlagartig klar, dass ganz, ganz wenig ganz viel bringen kann. Dass ich vielleicht hin und wieder mal den elektrischen Roller stehen lassen. Der manuelle ist ja noch ganz okay, aber der elektrische ist halt in der Gesundheitsprävention eher fehl am Platz. Und ein Stück lieber mal zu Fuß gehen. Also Sie werden sehen, dass viele Distanzen gerade in Großstädten wie in Wien sehr gut zu machen sind. Am Land ist das manchmal ein bisschen anders, aber auch da findet man seine Möglichkeiten, Bewegung in den Alltag zu integrieren, vielleicht auch einfach nur in der Mittagspause. Der Content-Bereich, wo Informationen geteilt werden von Straight, von der Firmen-Challenge, wird, wie Sie es gewohnt sind, ebenfalls in der App zur Verfügung sein. Es werden Events hier terminisiert werden können, wie mental in Form, die hier über diese App-Plattform ausgespielt werden. Und neu in diesem Jahr wird sein, dass auch Ihr Unternehmen einen Content, ein Event generieren kann, um Ihre Mitarbeiter von firmeninternen Ereignissen berichten zu können, um Events, ein anstehender Business-Run, um Events wie Ihre Pilates- oder Yoga-Einheit im Unternehmen hier terminisieren zu können, ein Event selbst erstellen zu können, um Ihr betriebliches gesundheitsförderndes Angebot entsprechend aufbauen zu können und auch kommunizieren zu können. Und auf diesen drei Ebenen werden Content und Event ausgegeben. Wir natürlich von Straight geben Content aus. Der Content, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut bewährt hat und ausgebaut wurde von all den Experten, die die Firmen-Challenge Ihnen zur Verfügung stellt, und auch Ihr Unternehmen selbst kann hier Content generieren und Events darstellen. Das Rezept für Bewegung, der Aktivitätsplan. Sie sehen da jetzt einen Screenshot, wie Sie das definieren können. Sie können straight sagen, mach mir einen Plan und der Plan ist generiert. Sie können aber auch ganz genau definieren, wann, was, wo. Wann will ich mein Krafttraining einplanen? Wann ist meine Ausdauereinheit am besten? Habe ich am Mittwoch, wie ich persönlich, einen Termin zum Beachvolleyball spielen? Dann kann ich den fix eintragen und straight wird in der Planung das berücksichtigen, wird an diesem Tag dann sonst keine anderen Einheiten einplanen. Und auch, und das ist etwas ganz Wichtiges, die anderen Einheiten darauf abstimmen. Auch bei Bewegung ist es so, dass hohe und niedrige Intensitäten aufeinander abgestimmt gehören. Und dann kommt man auch zum Erfolg. Ernährungstipps, Umsetzung der WHO-Empfehlungen. Und das Wichtigste ist uns wirklich, dass es Grundprinzipien gibt, wie Bewegung funktioniert. Wir nennen es Training. Unter Training verstehen viele Menschen aber sofort sportliche, hochintensive Aktivität. Das muss es nicht sein. Also Bewegung kann auch geplant werden und man nennt es auch schon Training. Training bedeutet eigentlich, dass ich ein Ziel habe, das ich verfolgen möchte. Sei es die Gesundheit, sei es das Wohlbefinden oder auch der sportliche Erfolg. Auch den wollen wir nicht an den Rand stellen. Qualitativ und hochwertig haben wir schon erwähnt. Und es ist uns wichtig, wir sind persönlich für dieses Produkt da. Wir stehen dahinter. Zwei, drei reelle Menschen, die den Hintergrund dieses Unternehmens darstellen und die auch Ansprechpersonen sind, wenn es da Fragen dazu gibt. Es wird auch ein Feedback geben über die geplante Bewegung. Sprich, wenn ein Trainingsplan oder ein Aktivitätsplan generiert wurde und absolviert wurde, dann bekommt der User von dieser Einheit auch Feedback. Dieses Feedback ist verständlich und strukturiert in einerseits die Dauer. Man bekommt Feedback über die Dauer der Einheit. Hat man zu lange trainiert? Hat man zu kurz trainiert? Wie vorhin erwähnt, ist es auch in der Dosis-Wirkungsbeziehung, mehr ist nicht immer besser. Auch hier wird hier Feedback gegeben, auch von der Intensität, wenn die vielleicht zu niedrig oder zu hoch angesetzt wurde. Auch hier gibt es ein qualitativ hochwertiges Feedback.
Es ist einerseits intuitiv visualisiert, das heißt, wir haben hier das in Ampelfarben ausgegeben. Grün ist hier eine Einheit, die sehr gut absolviert worden ist, gelb ein bisschen weniger, rot ist dann ein Feedback, aus dem man auch zukünftig lernen kann. Das Feedback ist immer wertschätzend, motivierend. Wir haben durch unsere Insights erfahren, dass Lob ein sehr, sehr starker Motivator ist. Es wird gesundheitsförderndes Verhalten verstärkt, wenn man positiv gelobt wird. Es gibt auch eine kleine Gruppe, die sozusagen, wir nennen das in unseren Insights, die Drill Sergeant haben wollen, aber auf das haben wir uns nicht gestürzt. Also wir wollen wirklich positiv verstärken und lobend wirken und qualitativ hochwertiges Feedback geben, das informativ ist über die Wirkungsweisen, wie was man physiologisch im Körper erzielt hat. Wenn man vielleicht auch zu viel oder zu wenig gemacht hat, bekommt man auch Rückmeldung, warum diese Einheit jetzt vielleicht doch nicht zielführend war, damit man für sein zukünftiges Tun daraus auch seine Schlüsse ziehen kann und das zukünftig besser machen kann. Es ist qualitativ hochwertig und es besteht die Möglichkeit, auch dieses Feedback von einem Arzt, Trainer, Coach auch wirklich real durchführen zu lassen, in der fertigen Version, dann in der Vollversion. Die Straight Academy, 14-tägiger Experten-Talk zu den Themen rund um die Gesundheit und um die Bewegung. Also das wird jeden Donnerstag, alle geraden Kalenderwochen stattfinden. Wir werden dabei die typischen Frequently Asked Questions zur Anwendung von Straight durchgehen. Wir freuen uns auf Feedback, was vielleicht noch besser gemacht werden kann. Wir wollen Hilfestellungen geben bei immer dazukommenden neuen Features. Das ist jetzt der Kickoff, das ist der Start mit ganz vielen tollen Features, aber Straight wird wachsen. Es wird immer mehr dazukommen, wird immer größer, umfangreicher werden und wird sie immer wieder motivieren, mehr Bewegung zu machen. Wir wollen wissenschaftliche Daten aufarbeiten. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren in meiner Ordination sehr kennengelernt habe, dass es eine eigene Sprache ist in Medizin und dass es sehr wichtig ist zu verstehen, warum gewisse Dinge sinnvoll sind, wenn man sie dann auch macht. Es ist zwar schön, wenn man das macht, was der Arzt sagt, aber viel besser ist es noch, wenn man es macht, wenn man es verstanden hat. Und auch das wollen wir bieten, dass wir wissenschaftlichen Hintergrund liefern, warum gewisse Dinge so zu tun wären und wie wenig eigentlich schon wie viel bringt. Wir werden viele Tipps liefern, wie das in dem Alltag umsetzbar ist. Wir haben viel Erfahrung. Wir haben knappe 18.000 Leistungsdiagnostiken gemacht in den letzten Jahren. Kaum ein Institut in Europa hat mehr gemacht als wir, weil das unser Hauptgeschäft ist. Wir machen in unserer Unit nur das. Also wir messen am Körper auch, wo die Leistungsfähigkeit stehen, machen medizinische Checkups und geben dann eben Empfehlungen, wie Bewegung in den Alltag und ins Leben integriert werden kann. Wir werden Experteninterviews dazu bringen. Es geht nicht nur um uns, sondern auch um andere Experten. Da gibt es sehr viele, die wir gerne damit ins Boot holen wollen, sei es zu den Themen Ernährung, Psychologie oder auch Physiotherapie. Und das Ganze soll auch unterhaltsam sein. Wir wollen, dass Sie Spaß am Straight haben. Wir wollen, dass Sie Spaß an der Bewegung haben. Weil nur dann machen Sie es auch. 50 Tage ist ein irrsinnig guter Zeitraum, um eine gewisse Regelmäßigkeit zu erreichen. Fangen Sie an mit der Firmen-Challenge, beginnen Sie ein aktiveres Leben. Wenn Sie schon aktiv sind, bauen Sie es weiter aus, holen Sie sich Feedback, holen Sie sich mehr Informationen, warum das, was Sie tun, schon richtig ist. Oder wenn Sie noch nichts tun, es an der Zeit ist, etwas zu tun und wie gut es Ihnen gehen wird. Wir wollen Freude vermitteln an der Bewegung und hoffen, dass wir Sie mit dem begeistern können, dass Straight eine digitale Anwendung sein wird, von der Sie profitieren, mit der Sie Freude an Bewegung entwickeln und freuen uns auf das große Projekt mit Ihnen gemeinsam. Danke fürs Zuhören. Wunderbar, ich habe schon gehört, es gibt schon zwei Fragen und ich werde einmal da entteilen. Dann kann man es besser lesen. So ist es. Ich werde den Chat aufmachen. So. Und wir können hier schon lesen. Die Kinder fragt, anhand welcher Kriterien wird ein Workout bewertet? Das Workout wird an der Intensität bewertet, sprich die Herzfrequenz haben wir als Messparameter und wir haben nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch das subjektive Befinden. Da haben wir eine 10-teilige Skala, wobei 1 ganz locker ist, 0 wir herumsitzen, 1 ganz locker, 10 ein Maximum und hier die subjektive Anstrengung des Users oder desjenigen, der das Workout durchgeführt hat, das hier angegeben worden ist und das wird verglichen mit dem Plan. Passt das überein? Ist das ideal? Ist das zu hoch oder zu niedrig? Bekommt man das entsprechende Feedback? Und natürlich auch die Dauer, wie ich schon erwähnt habe. Es ist nicht nur die Intensität ausschlaggebend, sondern natürlich auch die Dauer.
Ja, fein. Dann, ich hoffe, das war gut beantwortet. Wenn nicht, bitte einfach nochmal fragen. Gerne auch jederzeit bitte einfach das Mikrofon aufdrehen und fragen, auch kein Problem. Die nächste Frage von der generelle Frage zur App, Vergleich mit Vorjahr. Kann man wieder Punkte sammeln für gesunde Gewohnheiten, Obst essen etc.? Gibt es für die einzelnen Wochen-Challenges wieder extra Punkte? Kann man firmenintern QR-Codes für das Punktesammeln erstellen, QR-Code in der Kantine für gesundes Essen, Besuch von betriebsinternen Gruppenkursen etc. etc.? Ja? Das ist das Hackerl. Genau, dieses Feature werden wir heuer leider nicht umsetzen können, weil es nicht möglich ist, dass wir das dann auch entsprechend verarbeiten können. Das wird es aber in der nächsten Challenge definitiv geben. Im Herbst wird es dieses Feature leider nicht geben. Ja, wir haben, was jetzt abgeschlossen ist, ich war so nett, wie wir zusammengekommen sind, ihr habt so die ganzen Firmen-Challenge-Features, die ja bei euch sozusagen noch nicht vorhanden waren, wie dass die Firmen onboarden können, dass Mitarbeiter dazu, Firmenteams gründen, in den Firmenteams gründen können. Das wurde alles in eine App, das ist immer Android auf der einen Seite, Apple auf der anderen Seite, wurde das eingepflegt und das hat schon sehr viel Zeit. Es ist eine native App und ja, die ist wahnsinnig aufwendig zum Programmieren und das ist natürlich auch im Zusammenhang mit dem Onboarding, das hier mit einem QR-Code bei uns heuer funktionieren wird, etwas vereinfacht und die Wochenchallenge, das ist einfach auf diesen zwei Systemen nicht umsetzbar gewesen in dieser kurzen Zeit, weil die Straight-App an die Bedürfnisse von der Firmenchallenge hier angepasst werden, aber die werden langfristig definitiv angepasst. Genau, nächstes Jahr geht das schon, aber was ja heuer neu ist, Sie können selbst Content in die eigene App für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Kolleginnen und Kollegen hineinstellen. Das ist ein neues Feature, Events hineinstellen. Das heißt, Sie können derartige Motivation selbst für heuer zumindest orchestrieren, wenn Sie es wollen. Ja, nächstes Jahr stellen wir Ihnen da sozusagen mit der App auch die technischen Voraussetzungen zur Verfügung. Wie gesagt, heuer ist es noch nicht ausgegangen, aber dieser Content- und Eventbereich, den natürlich nur Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen, wenn Sie den administrieren, der ist neu und da könnte man, glaube ich, auch hier wieder ein bisschen Ideen, das heuer sozusagen auf eine andere Art und Weise durch. Gerade weil diese Features die eigene Firma betreffen, da kann man wirklich sehr, sehr gut die eigene Firma und die Mitarbeiter servicieren und auf die eigenen Bedürfnisse in der betrieblichen Gesundheitsförderung drauf fokussieren. Jetzt wirklich primär jetzt einmal auf die Key-Features konzentriert, die uns wichtig waren, die wir in den Insights lukriert haben. Wie wir schon gehört haben, eine Native-App für iOS und Android bedeutet zwar auf der einen Seite sehr viel Programmieraufwand, auf der anderen Seite aber sehr viel Sicherheit. Also wenn ich ein Haus baue und dann alle Möglichkeiten habe, dann auch in jede Richtung weiter auszubauen. Es ist kein Fertigteilhaus in dem Sinn, sondern etwas, was man wirklich von Ziegel für Ziegel aufbaut, gibt uns viel Sicherheit, gibt Ihnen viel Sicherheit, gibt viel Stabilität und ganz viele Möglichkeiten, was noch alles auf uns zukommt. Genau. Die fragt, wie dieser Registrierungsprozess für die Mitarbeiterinnen aussieht. Das ist heute auch ein bisschen anders und einfacher kann man fast sagen. Aber vielleicht die Anmeldung erfolgt nach wie vor über den gewohnten Weg, über die Sport Selection Consulting und entsprechend dieser Anmeldeprozess werden dann die Firmen entsprechend freigeschalten und Sie können dann einen QR-Code für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter generieren. Wenn Sie das Team-Feature haben, dann auch entsprechend die Teams zusammenstellen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem QR-Code einladen, die sich dann über den QR-Code in dieser Challenge dann gleich Ihrem Unternehmen zuordnen und dann sofort mit dabei sind. Ja, ich glaube, einen Link gibt es auch. Ich kann einen Link, der QR-Code ist in visueller Form, beziehungsweise gibt es einen Link. Das heißt, auch das ist, Sie können selbst QR-Codes auch zu den Teams bilden, Sie können Links bilden im Admin-Bereich und diesen einfach ausschicken. Ja? Also auch das haben wir versucht, aus den Erfahrungen der letzten Jahre zu vereinfachen. Das ist hoffentlich gelungen.
Ab wann wird der QR-Code bzw. der Link zur Verfügung stehen? Müssen wir ja Vorabpakete etc. produzieren. Mhm. Ja, ab 1. September ist das alles möglich. Ab 1. September werden Sie sozusagen freigeschaltet, die natürlich schon von uns gebucht haben. Dann werden Sie von uns freigeschaltet und ab dann haben Sie die Möglichkeit, ganz einfach diesen in Ihrem Admin-Bereich diesen QR-Code oder diesen Link zu generieren. Das ist ein Klick. Und diesen einfach an Ihre Mitarbeiterinnen, an die Kolleginnen und Kollegen auszusenden. Mit dem können Sie automatisch dann auf die App downloaden, sich registrieren und dann kann man die App gleich nutzen. Oder auch die Anamnese, die hier vorgeschalten ist, kann man nutzen. Da gibt es ein paar Daten zum Eingeben, die alle natürlich anonymisiert sind oder wo die höchste Datenschutzstandards sind. Die haben wir noch nicht erwähnt. Das ist mir auch noch ganz wichtig, dass wir das erwähnen. Ihr werdet zum Gesundheitsprodukt. Das kennt man ja noch nicht so. Und da gibt es natürlich viel höhere Datenschutzanforderungen als sonst bei technischen Geschichten. Du kannst uns da ein bisschen abholen. Also da geht es einerseits darum, dass wir uns wirklich sehr guten Rechtsbeistand geholt haben, was alles sinnvoll und möglich ist und was wir auch erfüllen müssen. In Deutschland gibt es genaue Richtlinien für die digitale Gesundheitsanwendung. Es ist ein Medizinprodukt. Das wird auch so gehandhabt. Die Daten sind 100% sicher. Sie liegen auf europäischen Servern, in Deutschland im Speziellen. Uns sind diese Daten wichtig. Wir sind gewohnt, mit so sensiblen Daten zu arbeiten. Jeden Tag in der Ordination. Das ist für mein täglich Brot, für Michael genauso. Und genauso gehen wir auch in der digitalen Welt damit um. Da wird immer wieder mal über Schindluderwo getreten, bei uns nicht, da sind die Daten sicher, da legen wir wahnsinnig viel Wert drauf. Genau. Und Sie haben ja die Möglichkeit, als BG-Verantwortlicher dann auch diese Daten, bekommen Sie aggregiert von der Firmen-Challenge, zum Beispiel, wie viel Prozent haben welche Sportarten gemacht, etc. Alles anonym, nicht auf Einzelpersonen rückführbar, damit Sie Ihr BGM-Programm, Ihr BGF-Programm dementsprechend auch adaptieren können, an den Schreibstein drehen können, etc. Dann haben wir noch eine Frage. Können die eingeladenen Mitarbeiterinnen selbst Teams bilden oder werden die Teams vorgegeben? Das kann ich, glaube ich, beantworten. Die Teams müssen Sie als Admin vorgeben. Das heißt, die Anzahl der Teams sind grundsätzlich mal auf 10 pro Team im Paket sozusagen inkludiert. Ja, wenn Sie mehr brauchen, bitte melden Sie sich bei uns einfach. Aber wenn man dann sagt, zum Beispiel Marketing gegen Produktion, gegen Sales oder was auch immer, ja, Verwaltung, muss der Admin das einstellen, die dementsprechend definieren. Dann kann man sich zu diesem Team, wenn man sagt, die Information, den Link mehr oder weniger oder diesen QR-Code, dann bekannt geben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich dann zu diesem Team in ihrem Unternehmen automatisch zuordnen und sind dann in diesem Team automatisch dabei. Und das sehen Sie als Admin dann, als Firmenverantwortliche, sehen Sie im Admin-Bereich dann bei jedem Team die Kolleginnen und Kollegen, die sich dort angebordet haben. Ja. Wie gesagt, was es auch gibt natürlich, auch das haben wir gleich gelassen, ein Kollege, eine Kollegin, die nicht will, dass man sieht, dass er oder sie, wie viele Bewegungsminuten, welche Sportarten sie macht, die kann sich auf anonym stellen, ja, und dann sieht man einfach auch nur sozusagen, da steht dann anonym und dann eben die Bewegungsminuten etc. Und das ist auch natürlich gleich geblieben wie im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Ja, wo sind denn so immer, haben wir noch eine Frage? Ja, ist jetzt nicht. Ja, wunderbar. Wenn man es ein bisschen zusammenfasst, was sind denn so die Features? Was mich besonders angesprochen hat, ist ja auch, ich brauche keine anderen Apps mehr. Das heißt, wenn ich jetzt gerade nicht mit einer Garmin-Uhr herumrenne oder wie auch immer, wir wissen, dass viele gerade Unsportler, wir reden ja um 2/3 der Österreicherinnen, der erfüllt Bewegungsempfehlung der WHO. Und die 2/3 der Österreicherinnen, die finden wir in den Unternehmen ja wieder. Ja. Sehr selten, ich meine, dass man wahrscheinlich in allen Unternehmen, wo Sportmediziner und Sportwissenschaftler sind, die 2/3 wahrscheinlich weniger zu finden. Aber im Grunde genommen im Durchschnitt ist das der Fall. Das heißt,
wir wollen ja gerade nicht die Sport, die ohnehin sportlichen ansprechen, wir wollen ja gerade die ansprechen, auch mit der Firmen-Challenge oder auch hier mit Straight, die sich noch nicht ausreichend bewegen. Und da ist es ja umso wichtiger. Und die haben die wenigsten irgendwelche Wearables, wie man so schön sagt, die Garmin, die Suunto-Uhr, die Polar-Uhr, sind auch Partner der Firmen-Challenge, sondern wahrscheinlich nicht mal noch eine App. Ja? Und dementsprechend ist es ein tolles neues Feature, dass man selbst diese Bewegungseinheit, das Tracking in der App gestalten kann. Man braucht jetzt keine Fremd-App, ja, etc. Ich selbst verwende sehr gerne Adidas Running, andere Strava, das sind, glaube ich, die größten weltweit. Muss ich jetzt auch nicht mehr. Habe ich eine App und los geht's. Und ich habe kompakt hier alles drinnen. Das hat mich persönlich sehr angesprochen. Und was ich natürlich super finde, wenn wir als Sport Selection machen ja auch mit, wir machen natürlich außer Konkurrenz mit, ihr macht es auch mit der Firma Chance Unfair, ihr macht es auch außer Konkurrenz mit, das ist klar. Aber dass wir da selbst Content hineinschreiben können für größere Unternehmen, glaube ich, umso mehr. Nämlich, was wir ja sagen, ein Benefit der Firmen-Challenge ist ja, dass vermehrt wieder die eigenen Programme genutzt werden. Ja? Und wenn ich dann die während der Firmen-Challenge auch noch hineinstellen kann, denn die Firmen-Challenge ist der digitale Motivator in der analogen Welt, Bewegung zu machen. Und wenn das noch am besten dann in der Firma stattfindet, gemeinsam mit den Kolleginnen, umso besser. Vielleicht eine Frage noch dann an dich. Mhm. Ich sehe da schon die nächste Frage. Mhm. In der Gruppe fällt es leichter, Bewegungsziele zu erreichen. Da hast du sicherlich oder habt ihr sicherlich dann auch noch ein paar Informationen dazu und Tipps und Tricks. Und ihr, glaube ich, macht es selber auch so, Lauftreffs und so weiter. Genau, also die Verbindlichkeit auch mit jemandem was ausgemacht zu haben. Die Verbindlichkeit zu hören im Büro, hast du heute schon was getan oder hast du die letzten Tage was getan? Nein, ich habe aus dem Grund nicht können. Du hast gesagt, wir sind ein sehr sportliches Unternehmen. Ja, wir heißen Sportorientation. Natürlich machen wir alle Bewegung, aber wir haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie jeder andere auch. Ob es Kinder sind, die man zu Hause hat, die auch mal krank werden, ob es irgendwelche andere Probleme sind in der Verwandtschaft, wo man sich mal um Dinge kümmern muss, wo die Zeit immer weniger wird. Es muss nicht viel sein. Aber mit einem vollen Kopf, auch nach einem anstrengenden Tag oder einem privaten Problem, mal eine halbe Stunde, eine Viertelstunde draußen zu gehen, das senkt so den Stresslevel, das tut so wahnsinnig gut. Aber ich muss jemanden haben, der mir da ein bisschen den Schubs in die richtige Richtung gibt. Ja. Der einfach sagt, tu das, du wirst merken, das tut dir gut, das kann eine Kollegin sein, das kann straight sein. Ich sage, du hast dich halt nicht bewegt, du hast dich in letzter Zeit nicht viel bewegt, mach ein bisschen was, da wollen wir hin, um das dann zu machen. Es geht um Verbindlichkeit. Ja. Da haben wir noch eine Frage von der mit welchen Geräten, Pulsmesser, Smartwatch etc., oder Apps wie Strava kann man das verbinden? Ich gehe nicht davon aus, dass bewährte Tools wie Strava im privaten Bereich dadurch ersetzt werden, da man dort ja eine Community hat. Mhm. Können wir als Unternehmen einige Challenges ausrufen, ausrufen, die wir dann auch irgendwie tracken können? Ja, also es können alle Apps und alle Devices, die mit Ihrem Gerät verbunden sind, auch genutzt werden. Also wir greifen auf das Betriebssystem vom Handy zurück. Also alles, was auf Ihrem Handy drauf ist, können wir sozusagen an Bewegungsdaten, an Herzfrequenzdaten, an Dauer herunterholen. Das wird in der Datenschutzgrundverordnung auch geregelt, was heruntergeholt wird von Ihrem Handy. Und dann haben wir die Daten drinnen. Wenn Sie das von Strava nicht mit Ihrem Handy verbinden, dann gibt es ein Datenleck. Aber alles, was Sie auf Ihrem Handy drauf haben, wir greifen auf das Betriebssystem, auf die Android-Version beziehungsweise auf die iOS-Version von Ihrem Handy und holen uns hier die Daten in Straight rein. Straight selbst generiert keine Daten, die nicht auf Ihrem Handy schon vorhanden sind. Wir errechnen zwar die einen oder anderen Daten, wie zum Beispiel die Kalorien oder wir errechnen den Trainingsplan, wir geben Feedback, aber es basiert alles auf Daten, die schon von Ihrem System geträgt worden sind, die sowieso schon in der digitalen Welt vorhanden sind. Wir greifen auf Apple Health und Google Fit zurück und wenn Strava sich mit dem verbindet, haben wir auch die Daten. Das müssen Sie einstellen, das müssen Sie freigeben. Wenn Sie es uns nicht freigeben, weil Sie sagen, meine Strava-Daten geht aber die Straight nichts an, dann ist es auch in Ordnung, dann kriegen wir diese Daten noch nicht. Aber da hat sich nichts zu den Vorjahren geändert. Also das ist alles gleich geblieben. Man kann alle Tools verwenden, auch andere Apps etc. Ja.
die eigenen Challenges, auch die können durchgeführt werden, die gemacht werden. Wir haben es jetzt einmal in dieser Version auf eine Challenge, und das ist die Firmen-Challenge, fokussiert in diesem 50-Tage-Zeitraum, aber es können natürlich auch eigene Challenges durchgeführt werden. Ja, wir sind für Fragen bereit. Kurze Frage noch. Ihr redet immer wieder von es geht um Bewegung, die richtige Dose, Paracelsus, die Dosis macht das Gift und so weiter. Das Thema Übersäuerung ist ein großes Thema. Mhm. Ja, jetzt wissen wir, dass wir durch Stress übersäuern, dass wir durch falsche Ernährung übersäuern. Mhm. Wir wissen, dass wir übersäuern durch zu wenig Bewegung. Mhm. Jetzt sage ich, okay, das Thema Bewegung, jetzt gehe ich daher und mache High-Intensity-Training, da bin ich ja wieder übersäuert. Das ist eben das. Ich darf und kann ruhig High-Intensity-Intervalltraining machen. Hohe Intensitäten sind nicht schädlich, wenn sie in der richtigen Dosis stattfinden. Und wenn ich anfange mit Bewegung und dreimal in der Woche High-Intensity-Intervalle mache, wird das vermutlich auf Dauer nicht gut gehen, weil es mein Bewegungsapparat nicht tolerieren wird. Der Herzmuskel, wenn ich gesund bin, ist meistens kräftig genug, dass das kein großes Problem ist, aber wir übersäuern, es führt zu Sehnenansatzentzündungen. Unsere Physioeinheit hat dann sehr viel damit zu tun, aber das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen, dass sie ohne Probleme Bewegung machen können. Und darum müssen wir das richtig steuern. Und dann kommt auch das Feedback, dass das vielleicht mal ein bisschen zu viel war und sie ein bisschen das Ziel überschossen haben und eine lockere Einheit das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringt. Wunderbar. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, uns zu schreiben, service@sportselection.at, service@sports-selection.at. Unsere Telefonnummer ist Ihnen alles bekannt, firmenchallenge-österreich.at, da hinten leitet schon bei uns, Hochsicherheitstrakt in der Elisabethstraße 22. Und dementsprechend, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, bitte kommen Sie auf uns zu, wenn es noch irgendetwas zu klären gibt. Sie können auch gerne jederzeit einen Termin mit uns machen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mitmachen für Sie selber, für Ihre Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch für die gesamte Gesellschaft. Wir haben einen wissenschaftlichen Impact. Wir können mit Strava jetzt noch. Mit Straight noch einen großen Impact schaffen. Je mehr Unternehmen mitmachen, desto besser. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch bewegte, ja, das ist die Klingel, da will ich mal rein. Wünsche ich Ihnen noch bewegte Stunden, bewegte Tage. In diesem Sinne alles Gute und auf Wiedersehen. Alles Gute, danke.